Die jetzt noch fehlen, dann gehen wir zum Don. Du weißt, was du zu tun hast. Und kriegen wahrscheinlich die fünfte oder auch nicht. Je nachdem, nicht richtig. Wo ist der Hafenstadt? Ich glaube, ich war hier richtig. Genau. Hier unten ist nämlich auch noch eine Schatzkiste. So. Ja, wenn wir die 5 dann haben, dann würden sie wahrscheinlich der Don sagen, was zu tun ist. Dann müssen wir nämlich in diesen Tempel rein, so weiß ich auf jeden Fall schon. Ja, und was danach passiert, keine Ahnung, ob das Spiel zu Ende ist. Irgendeiner hat mir gesagt, dass er einen Star Wars Schatz gefunden hat. Das war mir schon fast zu viel, ehrlich gesagt. Und dass er eben schon noch in der Hölle ist oder so. Mehr will ich gar nicht wissen. Ich will nie wissen, wie das Ende ist. Da brauche ich es nicht weiterspielen. Das ist ja gerade das Gute an dem Spiel. Es ist ja Spannung eben, was als nächstes für böse Sachen noch passieren. Und da will ich nie wissen, da ist irgendein Dämon und drei Drachen und den musst du so und so besiegen. Und das will ich gar nicht wissen, weil da brauche ich kein Let's Play machen. Ich will, dass meine Spielerfahrung dann eben in diesen Videos zusammengefasst werden. Wer mag, kann die komplett angucken. Wer das will. Und ja, ich glaube mal locker, dass das ja mindestens 200 Videos werden. Ich glaube, YouTube fasst bis 200 Videos pro Playliste, wenn ich mich nicht irre. Ja, haben wir hier noch einen Wolf. Den nehmen wir natürlich mit. Was ist hier oben noch? Egal. Also 200 Videos werden es bestimmt. 200 Videos werden dann auch über... Oh Gott, lass mich überlegen. 35 Spiel, oder na gut, 35, nee, 32 Spielstunden, 34 Spielstunden sogar. Und ich sage mal, wenn man, denke ich mal, mit Nebenquests spielt, dann kann das locker 100 Spielstunden sein oder so. Und ich hoffe mal nicht, dass ich hier mit 100 Spielstunden pro Stunde 600 Videos, das wäre schon ein bisschen krass. Warum ist hier eigentlich keiner? Ich dachte, hier ist jemand. Da passiert vielleicht, wenn ich die Truhe knacke. Ja. Das ist nämlich die zweite Stelle hier. Ja, und 200 Gold, sehr schön. Ist ja erstmal keiner da. Ja. Hier war mal keiner gewesen. Wohl vielleicht da oben. Würde mich nicht wundern, wenn hier oben ein Vollidiot rumrennt. Würde mich echt nicht wundern. Wechseln eine Blume, die nehmen wir mit. Ein Vogel. Ja. Komm her. Oh, ich hasse diese Seegeier. Komm her. Dieses dämliche Rumgerenne von den Mistviechern. Was ist hier? Heilpflanze. Immerhin haben diese blöden Rekruten mich jetzt mehr auf den Hals. Das bedeutet, ich kann jetzt wahrscheinlich auch auf den Hauptweg in die Stadt rein. Das hoffe ich zumindest mal. Und jetzt kann ich mich erstmal hier bedienen. Kraut. Was haben die Rekruten ohne Quest für mich? Man weiß es nicht. Rekrut. Rekrut, unbedeutender Rekrut. Was haben wir eigentlich noch hier hinten? Lass mal gucken. Irgendwelche Geheimnisse, Truhen, irgendwelche Geldbeutel. Herrenlose Geldbeutel. So, ja, Arschgeigen. Wer ist das hier, Rekrut? Ich muss nachdenken. Ich will es nicht hören. Ich komme nicht rein. Da muss ich wieder meine. Oder den fragen. Was willst du hier? Du bist doch einer der Banditen. Dort, ich gehe hier nur lang. So, so. Wir beobachten dich, Freundchen. Ich will in die Stadt. Niemand kommt in die Stadt. Befehl vom Inquisitor Mendoza.
No. Soll ich dich doch so in die Stadt lassen? Ich kann hier keine Ausnahme machen, nur weil wir Frieden haben. Ich habe meine Befehle. Niemand kommt in die Stadt! Ich bin im direkten Auftrag mein Dossers unterwegs. Lass mich in die Stadt. Dann bist du wohl der Kerl, den der Don geschickt hat, um Frieden auszuhandeln. Ja. Gut, ich werde dich in die Stadt lassen. Aber mach hier bloß keinen Ärger. Sag mir, wenn du in die Stadt willst. Jetzt nicht. Wir wollen die restlichen Gräber finden, ja. Zwei Hammer. Was ist denn eigentlich vom Schriftstück hier? Hier mit drinne. Hier sind schon doch Muscheln. Hier gibt's nichts zu bergsacken. Ja. Yeah. Nichts zu holen. Schätz mal, jede zehnte Muschel ist eine Perle. Und die kann man sogar verkaufen. Ich kann mal diese blöde Fellquest machen. Ich weiß nicht, was man muss schon ab in der Stadt machen. Ja. Felle. Dann irgendwelche Söhne. Na, Marvin, das ist ein Rindvieh. Beppo ist ein Rindvieh. Und William. Naja. William habe ich auch irgendwo gesehen. Ah, wo ist William? Den habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen, dachte ich. Naja, mit dem Spitzel, okay. Heilkräuter und zwei Heilwurzeln. Durfte ich eigentlich auch alles haben. Roman aufs Gold. Ja, eigentlich lohnt sich's noch nicht. Deswegen werden wir. Ich könnte mal so einen Siegelstein oder eine Siegelstein, ist es nicht, so ein Stein eben, Teleportstein brauchen. Für diese Wolf töte ich noch. Au. Du stirbst. Ey, oh, ich nicht. Na, los, komm. Und das war's. Du bist tot. Haha. Oh, ne Graben? Nö. Wir gucken erstmal auf unsere schlaue Karte, wo jetzt überhaupt diese nächste Quest ist, ja? Also auf jeden Fall die hier oben sind schwer. Hier können wir noch hin. Hier unten waren wir auch noch nicht. Oder? Ne, hier. Hier waren wir gewesen. Und hier waren wir gewesen. Hier waren wir zwar auch schon, aber sind wir nicht weitergekommen. Genauso wie hier. Und hier unten weiß ich es noch nicht. Aber ich werde die Gräber machen. Und das ist eins genau hier. Und das suchen wir jetzt. Das andere hier unten, wie soll ich denn da hinkommen, bitte? Das hier oben. Ja, hier oben kommen wir dann vorbei, wenn wir, denke ich mal, in der Nähe vom Bauernhof sind hier. Beziehungsweise näher der Vulkanfestung. Ja. Wir werden erstmal das hier unten besuchen und dann gleich zur Vulkanfestung gehen. So werden wir es machen. Hier seht ihr mal jede Menge Geränne. Wo geht's eigentlich schon hin? Hier hinten war ich glaube noch gar nicht, diesen Weg. Oder? Ah, diese blöden Viecher. Alle Wurzeln. Vor allem von diesen blöden Alchemisten. Da habe ich schon die Heiltränke geklaut. Da würden die wieder mir noch geben. Naja, was soll's. In seine Kiste habe ich jedenfalls ordentlich geplündert. Was macht denn Minze? Ich glaube, ich habe mittlerweile so viel Minze.